Mein Name ist Markus Bleulach, 49 Jahre alt, bin Trainer von der C2. Ich bin ja fast 23 Jahre Profifußballer gewesen. Ja, und jetzt versuche ich halt hier den Kindern einiges mit auf den Weg zu geben und versuche auch, was ja heute im Jugendbereich nicht mehr so der Fall ist, das Gemeinschaftliche. Die Gespräche mit dem Marc waren überragend. Also man hat ja, ist ja oft bei Frau erster Blick, Kontakt, super, und so war es bei mir und bei Marc auch. Also wir haben uns gleich von Anhieb verstanden und muss sagen, dass ich da noch sehr, sehr viel gelernt habe, viel mitgenommen habe, was jetzt auch Jugendbereich betrifft. Genauso aktiver Bereich, wo ich mit Sicherheit überzeugt bin, dass ich das, wenn ich wieder aktiv, was mein Ziel ist, aktiv zu trainieren, umsetzen kann und da auch Erfolg haben wird. Ja, gerade im Jugendbereich, wie gesagt, ich habe ja davor nur aktive Mannschaften und am Anfang habe ich gemerkt, dass ich halt da immer noch ein bisschen Übungen einbaue. Auch der Co-Trainer hat es immer gesagt, ich muss sagen, was ich jetzt da gelernt habe in der Zeit, das hat mich wirklich nochmal ein Stück weitergebracht. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, wichtig ist, was der Trainer natürlich will. Es gibt ja Trainer, die haben ihre eigene Philosophie, die sind nicht bereit dazu sagen, okay, ich möchte jetzt was Neues, aber ich kann jedem Trainer nur nahelegen, dieses mal anzuhören und sich Gedanken zu machen. Und ich glaube, jeder wird begeistert sein und das dann auch für sich nutzen.